Ich bin der Julius Windhorst und wie gesagt jetzt beim FFF für das neue XA-Förderung zuständig, der zuständige Referent. Und ich freue mich, dass ich das hier heute als Gast beim XA habe und den schönen Büros hier vorstellen kann. Genau, und ich habe dazu eine kleine Präsentation vorbereitet, dass ihr nicht nur Worte habt, sondern das auch vielleicht ein bisschen besser euch merken könnt. Extended Realities, wahrscheinlich wissen die meisten, was damit gemeint ist. Trotzdem sage ich es nochmal, für uns beim FFF umfasst dieser Begriff, diese Bezeichnung immersive Inhalte, Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality und auch immersive Soundprojekte, also ohne AV. Die Projekte können auch interaktiv sein. Wie schon gesagt, bisher unterstützt der FFF Bayern VR-Projekte im Rahmen der Film- und der Games-Förderung schon. Und diese Möglichkeiten bestehen auch in Zukunft weiter. Das heißt, 360-Grad-Filme und auch narrative VR-Formate sowie digitale Spiele werden nach wie vor in diesen etablierten Förderprogrammen gefördert. Neu an der XA-Förderung sind eben diese weiteren Realitätsebenen neben VR und die damit zusammenhängenden neuen Inhalte sowie weitere Aspekte, auf die ich noch zu sprechen komme. Wozu das Ganze? Ganz kurz zu den Zielen. Natürlich wollen wir weiterhin das kreative Potenzial in Bayern, in der ganzen Szene fördern. Insbesondere liegt ein Fokus auf der Nachwuchsförderung, die für diesen Bereich wichtig ist, weil er selber noch in den Kinderschuhen steckt. Damit wird auch der Medienstandort gestärkt und da der Markt, wie gesagt, noch recht jung ist, soll er schnell wachsen. Und natürlich auch, sage ich mal, im Bereich der Medienkunst für Abwechslung oder für Vielfalt sorgen in Bayern. XA-Projekte können aus folgenden Bereichen oder zu folgenden Zwecken entstehen, die wir hier fördern können. Einmal Unterhaltung, Kunst, Kultur. Dann zu sozialen Zwecken, also sie können der Förderung von Teilhabe dienen. Sie können gesundheitliche Zwecke erfüllen, sie können der Bildung dienen, also der Wissensvermittlung, aber auch dem Training, also der Förderung bestimmter Fähigkeiten eben durch den Einsatz einer neuen User Experience über diese Technologien. Den Anspruch an zu fördernde Projekte bei uns äußert sich eben in den Kriterien an oder in der inhaltlichen Qualität dieser Projekte. In der Kreativität, die gefördert werden soll und ganz wichtig in der Innovation. Und die Innovation soll vor allen Dingen im Hinblick auf die User Experience dargestellt werden oder zu erfahren sein. Darauf komme ich dann später nochmal ein bisschen genauer zu sprechen. Die schöne Nachricht ist, dass Projekte für die XA-Anwendung mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss gefördert werden, in dieser Pilotphase auf jeden Fall. Und der Fördertopf für 2020 sieht dafür 450.000 Euro vor. Wie ihr hier schon sehen könnt, wir haben drei Phasen, in denen wir Projekte fördern können. Hauptsächlich die Entwicklung und Produktion, also die Entwicklung vom Konzept bis zum Prototyp. Da ist es uns wichtig in dieser Förderung, dass am Ende eben auch wirklich der Prototyp steht. Nicht nur ein papierendes oder ja ein Konzept, die Produktion, also die Herstellung, die Umsetzung dieser Projekte und auch und das zur Verbreitung der Projekte, die dann entstehen werden, die Präsentation auf internationalen Festivals und Konferenzen, zu denen diese Projekte dann hoffentlich auch eingeladen werden, zahlreich. Jetzt gehe ich ganz kurz auf diese drei Fördermöglichkeiten, die drei Phasen ein. Zur Entwicklungsförderung, gibt es einen nicht rückzahlbaren Zuschuss, der bis zu 80% der anfallenden Kosten betragen kann, gedeckelt maximal auf 30.000 Euro pro Prototyp. Der Eigenanteil sollte mindestens 10%, kann aber auch natürlich mehr sein, betragen. Der Eigenanteil kann aus Eigenleistungen bestehen. Hier muss keine Barmittel enthalten, kann, aber muss nicht. Und das Konzept sollte spätestens 6 Monate nach Förderzusage, also nach der Auszahlung der ersten Rate, abgenommen sein. Die Produktionsförderung besteht aus einem nicht oder kann gefördert werden mit einem Zuschuss von bis zu 50% der veranschlagten Kosten.
maximal 100.000 Euro pro Projekt. Hier haben wir wieder den Eigenanteil von mindestens 10%. Eigenmittel müssen hier eingebracht werden von mindestens 2,5% der Herstellungskosten. Genau. Zu der Verbreitungsförderung komme ich nochmal am Ende meiner Vorstellung. Ich würde jetzt einfach nochmal auf die allgemeinen und auf die inhaltlichen Voraussetzungen eingehen für die Bedingungen, wie man die Förderung bekommen kann. Natürlich, wie alles beim FFF, ist der Sitz in Bayern eine Bedingung. Bei uns können aber jetzt die Antragsteller natürliche oder juristische Personen sein. Das heißt, man kann als ganz normaler Mensch einen Antrag stellen. Man muss keine Firma gründen. Und man kann, und dazu, das hatte ich ja auch schon eingangs erwähnt, den Fokus auf Nachwuchs, man kann auch einfach Studierender sein, Studierende an einer bayerischen Hochschule. Das Projekt darf wie immer nicht begonnen sein bei Antragstellung. Und man muss natürlich im nachweisen, dass man im Besitz der notwendigen Rechte für das Projekt ist. Der Bayern-Effekt soll mindestens 100% der Fördermittel betragen. Also die Fördermittel, also das muss nicht das Budget sein, aber das Geld, was man beantragt, sollte man eben auch vollumfänglich in Bayern ausgeben. Zu den inhaltlichen Voraussetzungen für die Produktions- und Entwicklungsförderung, also da hatte ich auch schon den Anspruch, wie gesagt, erwähnt, Projekte werden gefördert, wenn sie eben inhaltlich hochwertig, besonders kreativ und eine innovative User Experience bieten. Da muss eben herausgearbeitet werden, die Relevanz von den XR-Technologien für den Inhalt, also welchen Mehrwert bringen der Einsatz dieser neuen Technologien? Was ist sozusagen, oder wie können die Ziele alleinig, oder wieso sind diese Technologien notwendig, um das Ziel der Aufgabenstellung zu erreichen? Auch die Innovation bei der User Experience kann genauso gut, übersetzt sich im Prinzip in das, oder sieht man am Interface, da sollte man einfach gucken, dass es ein paar Merkmale der Alleinstellung gibt. Also einfach ein Neuigkeitswert sein. Das kann auch sein, dass man Altes mit Neuem zusammenführt oder einfach Technologien in einem neuen Bereich zum Einsatz bringt. Insbesondere bei Projekten in den Bereichen Training und Gesundheit ist diesen innovativen Ansatz auch wirklich nachzuweisen. Dann ist uns wichtig der interdisziplinäre Ansatz. Das heißt, man soll verschiedene Expertisen zusammenbringen in einem Projekt. Und die Expertise ist bei verschiedenen Mitwirkenden an den Projekten auch nachzuweisen. Hier haben wir mal jetzt definiert in den Anträgen die Disziplinen Storytelling, Dramaturgie und Pädagogik sowie Psychologie. Und auch hier ist im Bereich, sag ich mal, bei Bildungs- und Trainingsprojekten wichtig, da muss dann wirklich ein oder auch mindestens eine Person im Team diese Expertise nachweisen. Dann haben wir das Kriterium der Skalierbarkeit definiert. Das heißt, das sollte nachgewiesen sein, insbesondere auch in den Bereichen Training und Gesundheit. Sprich, dass man am Ende, also es berührt natürlich das Verwertungskonzept oder eben auch, dass man damit letztendlich irgendwo Rückflüsse generieren kann. Ist bei manchen Kunstprojekten eben nicht zu geben, deswegen ist es nicht überall notwendig, aber wie gesagt, in den Bereichen Training und Gesundheit ist es ein Muss. Unter Skalierbarkeit verstehen wir auch, dass man ein fertiges Projekt mehreren Marktteilnehmern anbieten können muss. Das heißt, ich sag mal salopp gesagt, wir wollen jetzt nicht ein Trainingstool für BMW fördern, nur was dann eben im Grunde nur von BMW genutzt wird. Also sowas, so das ist sozusagen der Gedanke dahinter. Ja, und wie gesagt, zuletzt die Projekte, da diese Förderbereiche, die ich angesprochen hatte, Virtual Reality und Games bestehen, sind Projekte, die nach diesem Programm förderfähig sind,
auch dort zu fördern oder auch eben dort zu verorten für die Antragsteller. Das heißt, die gehören nicht oder sollten jetzt nicht in die neue XA-Förderung beantragen, denn es gibt, wie gesagt, die anderen Programme auch noch. Genau. Wie funktioniert das Ganze? Wie funktioniert eine Antragstellung? Ganz wichtig, wie überall bei den Förderungen empfehlen wir ein Beratungsgespräch. Ich freue mich über eure Anrufe, über eure Mails, über alle Kontaktaufnahmen und mache das auch gerne wieder persönlich in der nächsten Zeit, wenn es dann vielleicht auch wieder möglich ist. Wie gesagt, der Antrag zu Projektbeginn oder Vorprojektbeginn einreichen. Es gibt dazu 2 Termine pro Jahr für die Entwicklungs- und Produktionsförderung und die erste Frist, sage ich mal, zur Einreichung beginnt schon jetzt am 11. Mai und endet am 25. Mai, 18 Uhr, ganz strikt. Die Vergabesitzung ist dann Ende Juni, am 25. Juni. Die Antragsformulare findet ihr mittlerweile alle auf unserer Website, auch Merkblätter, die im Grunde alles enthalten, was an ersten Fragen oder Unklarheiten vielleicht bei dem Antrag gleich mal anfällt, und sind im Grunde wie im Games-Bereich auch in zehnfacher Ausführung dann an uns zu schicken. Neu in dieser XA-Förderung ist, dass ihr das Projekt inhaltlich in der Form eines Pitch-Decks darstellen müsst. Und dieses Pitch-Deck müsst ihr am Tag der Vergabesitzung auch persönlich präsentieren. Das heißt, es gibt ein Pitching am Tag der Fördersitzung. Darauf möchte ich deswegen noch mal ein bisschen genauer eingehen. Das Pitch-Deck ist eine Projektpräsentation, die als Grundlage oder Leitfaden für dieses Pitching vor dem Vergabeausschuss dienen soll. Es ist zugleich eine wesentliche Anlage des Förderantrags und soll eben alle wichtigen Informationen zum Projekt enthalten und so eben auch zeigen, dass die inhaltlichen Voraussetzungen zur Bindung unserer Anspruch erfüllt sind. Ich habe hier mal ein paar Beispiele dafür aufgelistet, die eben aus dem Merkblatt entnommen werden. Es soll klar werden, worum es in dem Projekt geht, die Kernidee, wozu, für welchen Bereich das relevant sein kann. Es geht um die Umsetzung, also um das Wie, und da ganz speziell eben, was ich gesagt hatte, den Relevanz und auch den Mehrwert von XA-Technologie für dieses Projekt. Man soll die Funktionsweise erklären und die USP, also das, die Alleinstellungsmerkmale im Projektdesign, Technikdesign und eben bei der User Experience. Hier offenbart sich dann letztendlich auch, inwiefern das Projekt kreativ ist und inwiefern es innovativ ist, denke ich. Der Vertrieb oder eben auch die Verbreitung soll nicht außen vor sein. Vielmehr soll man schauen, was es schon an ähnlichen Projekten gibt. Man sollte sich an die Verbreitung, also quasi daran Gedanken machen, was die technische Infrastruktur etwa sein muss, was es für Vertriebskanäle geben kann oder für Einrichtungen, wo man eben das präsentieren kann oder die daran interessiert sein könnten. Und das berührt natürlich auch letztendlich ein Business Model, wie auch immer, also Thema Rückflüsse und Stichwort Skalierbarkeit. Nicht zuletzt ist der Finanzierungsplan natürlich ein wichtiges Element, der Projektfahrplan und das Kernteam, was in diesem Pitch-Deck und dieser Präsentation vorgestellt werden kann. Das Ganze kurz, prägnant und verständlich. Deswegen sage ich, haben wir mal definiert, dass Faustregel 10 Folien plus Titel sein sollen. Und zur Präsentation und zum Pitch an Tag der Fördersitzung. Die nächste Fördersitzung für den Bereich ist der 25. Juni. Dort können eben die frist- und formgerecht eingereichten Anträge, also rechtzeitig, präsentiert werden. Generell gilt für die Entwicklungsförderung nicht mehr als 5 Minuten, für die Produktionsförderung nicht mehr als 10 Minuten Dauer vorsehen. Und nach der Präsentation kann der Ausschuss eben Frage stellen und er entscheidet dann letztendlich natürlich aufgrund des Antrages, des Projekts und eben aber auch des Pitches.
also der Präsentation und dem Q&A. Genau. Kurz zur Auszahlung, das ist jetzt ein bisschen Detail, und die ist vielleicht ganz wichtig, trotzdem für die, ja, nicht ganz unwichtiges Detail zur Auszahlung der Fördermittel in diesen Entwicklungs- und Produktionsphasen. Voraussetzung ist natürlich immer, dass die Finanzierung geschlossen ist. Gleich nach Förderempfehlung werden schon 50% des Förderbetrages fällig, damit man starten kann. Dann die nächste Rate 30% oder bis zu 30% nach Projektfortschritt. Das ist eine Absprache mit dem FFF, sowie auch dem Nachweis gegenüber der Förderbank, dass man eben auch dass die Kosten auch angefallen sind, zur Hälfte schon. Und den Rest gibt es eben dann nach Abnahme des Prototypen oder des Projektes und der Schlusskostenprüfung. Genau, und wie eingangs gesagt, möchte ich nochmal ganz kurz abschließend zur Verbreitungsförderung was oder da eben auch noch ein paar Infos euch mit auf den Weg geben. Also die habt ihr eine Einladung auf eine Konferenz oder ein Festival mit eurem Projekt, könnt ihr die entstandenen Kosten eben bis zu 80% vom FFF fördern lassen, sofern der Veranstalter oder Dritte diese Kosten nicht übernehmen. Die Antragstellung dazu ist natürlich jederzeit möglich, schriftlich per Mail an uns. Und auch hier gibt es ein paar Bedingungen. Und zwar natürlich, der Antragsteller hat in Bayern seinen Sitz zu haben. Das Projekt ist ebenso in Bayern realisiert worden, womöglich oder hoffentlich auch durch uns gefördert worden schon und damit uns auch bekannt. Und natürlich muss eine Einladung auch vorliegen, die also nicht nur eine Einladung der Person, sondern natürlich eine Einladung des Projektes selbst, auf die das dann präsentiert werden kann. Und last but not least halten wir uns natürlich vor, festzustellen oder ob dieses Festival, ob die Konferenz dieser Verbreitung überhaupt, sag ich mal, ja, als geeignet erscheint. Da haben wir mal eine Liste auch im Merkblatt dafür zusammengestellt, die aber jetzt auch nicht abschließend formuliert ist. Das heißt, da wird dann sicherlich auch noch mal drüber zu reden sein. Genau, und das war es jetzt erstmal von mir in aller Kürze. Und jetzt freue ich mich auf Fragen, die ich dann hoffe, beantworten zu können, vielleicht aber auch meine Kollegen zu Rate ziehen, die ja auch alle noch hier sind. Dankeschön.